Unser Thema ist Schlagfertigkeit in Gesprächen, was für mich gleichbedeutend ist mit Gesprächssouveränität. Sie kennen das. Wir sprechen mit unserem Chef, vielleicht mit dem Mitarbeiter, haben einen konstruktiven Austausch mit dem Partner oder erziehen unsere Kinder. Oft kommen wir in Situationen, wo wir uns gewünscht hätten, doch da und dort ein wenig schlagfertiger gewesen zu sein, um für uns mit einem viel besseren Gefühl aus dem Gespräch rauszugehen. Der Gedanke, Mensch, hätte ich doch das und das gesagt oder dies und dies, beschäftigt uns noch lange, nachdem das Gespräch zu Ende ist. Wie muss denn eine Situation aussehen, damit wir uns wohlfühlen, souverän und schlagfertig argumentieren können? Was können wir selbst dafür tun, dass diese Situation genau so auch eintritt? Und wie gehen wir damit um, wenn wir trotz Schlagfertigkeit das Gefühl haben, nicht die Kontrolle über das Gespräch gewahrt zu haben? Ich habe da mal was vorbereitet. Steigen Sie mit mir in den Souveränitätsring. Wir werden uns diesen und vielen weiteren spannenden und interessanten Fragen rund um das Thema Souveränität und Schlagfertigkeit widmen, damit es in Zukunft neben Try Walking in My Shoes auch heißen kann, Try Talking in My Gloves. Ich freue mich auf Sie. Melden Sie sich an und erscheinen Sie fit zum Schlagfertigkeitstraining.